Jo Freunde, was geht? Da sind wir wieder, The Last Fate. Bei 50% sind wir jetzt aktuell ungefähr. Und dieses Video wird heute ziemlich lang und vor allem auch, weil der Bereich so groß ist, relativ, ja, unübersichtlich. Folgt auf jeden Fall dem Guide genau, damit ihr alles bekommt. Wir starten vom Checkpoint aus, den wir oberhalb freigeschaltet haben und gehen jetzt hier in das Dorf hinein. Ja, Freunde, hier machen wir jetzt weiter. Däumchen hoch, pushen auf jeden Fall. Und da holen wir jetzt wieder alles. Im Endeffekt von dem Video ganz am Ende werden wir noch den Doppelsprung bekommen und können dann somit das Game ja in der nächsten Komplettlösung schon auf 90% pushen. Und ich zeige euch dann alles und dann gehen wir auch ins Endgebiet. Also noch ein bis zwei Lösungen und dann haben wir es hier geschafft. Ja, im Endeffekt gehen wir einfach erstmal hier durch, schnappen uns hier die ganzen Heilinjektionen und kommen dann hier hinten an dem Felsen an. Da müssen wir natürlich irgendwie da hoch. Wie machen wir das? Wir gehen natürlich hier in die Tür rein und können dann da oben rauskommen. Ja, für mich war das Ganze hier ziemlich verwirrend, meiner Meinung nach, aber im Endeffekt passt das schon. Also erstmal hier in die Tür rein und hier die paar Gegner umhauen, den Hebel hier ziehen und dann kommt da oben die Leiter runter. Und wenn die da runtergekommen ist, dann können wir natürlich da oben lang. Schnappt euch hier hinten noch das Teil, noch eine Heilinjektion, einfach hier die Leiter hoch. Nehmt das hier auch noch mit. Ich gucke natürlich immer nach Geheimgängen. Da werden wir auch noch ein paar finden. Und dann gehen wir hier einmal durch die Tür durch. Ja, hier oben wartet dann so ein kleiner Kobold. Dann springen wir hier zuerst einmal hier rüber und gehen hier drauf. Einfach durchhangeln, nicht springen oder sonstiges drücken. Einfach geradeaus drücken, um sich hier durchzuhangeln. Gibt es im Endeffekt nichts Krasses, aber ja, nehmen wir natürlich trotzdem mit. Gehen dann einmal wieder hier rein, hier hoch und dann einmal wieder durch die Tür. Und von hier aus gehen wir dann rechts entlang hinter die Felsen. Pass auf, hier ist immer so ein Schneesturm. Der macht euch natürlich vereist. Und ja, hinter den Mauern, wenn ihr dahinter seid, dann kann euch der Sturm quasi nicht erwischen. Beachtet das so ein bisschen, damit ihr hier nicht zu viel Schaden bekommt. Aber eigentlich in eurer aktuellen Stufe, da wir das Spiel ja immer in der richtigen Reihenfolge gespielt haben, gibt es hier eigentlich keine Schwierigkeiten. Geht also einmal komplett hier durch, bis ihr hinten ins nächste Gebäude kommt. Nimmt auf jeden Fall hier die Geistertusen immer mit, denn die geben ja immer schöne 900 Erfahrungspunkte. Ja, und dann gehen wir hier in die nächste Tür rein. In der nächsten Tür, ja, sind natürlich wieder ein paar Eiszacken und so weiter. Bin ich persönlich erstmal nach unten gegangen. Das ist immer meistens der Weg, der sich erstmal lohnt. Passt ein bisschen auf die Tuse, die euch hier wieder durch das Portal schnappen will. Und dann macht ihr die natürlich eben wieder platt. Und es sollte dann eigentlich kein Thema sein. Ist die erledigt, geht's weiter nach unten und hier hauen wir noch die zwei Typen weg und können dann hier einmal links oder rechts gehen. Wir gehen erstmal kurz links lang. Hier ist nämlich noch so ein Raum mit so einer Challenge, die wir natürlich hier die Gegner platt machen. Sollte eigentlich kein Thema sein, ist natürlich ein bisschen mit Albtraum behaftet, aber ansonsten sollte das eigentlich machbar sein. Schlagt die Typen hier kaputt, die komischen Viecher auf dem Boden und ja, diese Tentakeln sind ja eh ein bisschen nervig immer. Aber ihr schafft das schon, klatscht die hier alle einmal um und dann seid ihr hier fertig. Geht einmal weiter nach links und hier könnt ihr noch ja, einen Stein einsammeln. Außerdem hier die Kisten und hier hinten gibt es noch einen Geheimgang zu einem Spiegel. Ganz wichtig, den müsst ihr euch schon mal merken, den brauchen wir später noch. Aber hier schalten wir erstmal die Abkürzung frei. Hier kommen wir dann nämlich wieder zurück in das S-Kernhaus und dann bekommen wir hier auch noch ein Ungeborenes. Und das müssen wir immer bei der Frau in Tinte abgeben. Also wenn ihr nächstes Mal im Herrenhaus drin seid, gebt das dann ruhig ab. Hier ist ein Geist, mit dem könnt ihr jetzt aktuell noch nichts anfangen. Zeige ich euch aber natürlich in der nächsten Komplettlösung zwar erst, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Geist. Da kommt nämlich ein ziemlich fetter geheimer Boss raus im Endeffekt. Und da gibt es dann wieder auch eine Trophäe, wenn wir diesen Boss besiegen natürlich, aber das alles später. Ihr könnt hier rechts auch noch die Mauer kaputt schlagen, könnt ihr ruhig machen, könnt das schon einsammeln. Das wird aber alles in der späteren Komplettlösung auch noch gezeigt, also macht euch hier keine Sorgen. Macht auf jeden Fall erstmal die Tür da auf und geht dann einfach wieder zurück. Geht hier rechts entlang einmal und schnappt euch hier noch die Notiz. Im Endeffekt werden wir natürlich auch alle Notizen haben, das kann ich euch schon mal versprechen.
habe ich nämlich alle geholt und die Trophäe ploppt dann auch erst in der nächsten Komplettlösung. Aber vielleicht auch erst in der übernächsten, im letzten Teil kann auch sein, aber ich glaube, in der nächsten kriegen wir es schon hin. Ja, schlagen alles hier kaputt und wie gesagt, Trophäen habe ich soweit jetzt schon fast alle eingesammelt und da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwas verpasst, wenn ihr hier der Komplettlösung folgt. Macht euch hier eine Markierung für das oben, für diesen Erfahrungspunkten-Schatz. Den können wir natürlich später noch mitnehmen. Schnappt euch hier die fette Kiste, haut die einmal runter und ja. Dann können wir einmal hier nach rechts. Hier müssen wir auch eigentlich lang hier durch. Mich hat es so ein bisschen gewundert, was eigentlich diese Kiste jetzt damit soll. Deswegen bin ich nochmal kurz zurück. Man kann die jetzt hier natürlich benutzen, um da schneller auch wieder hochzukommen. Und man kann die nach ganz links rüberschieben. Das könnt ihr aber später auch noch machen. Da könnt ihr nämlich dann auch noch was holen. Lasst die ruhig erstmal hier, benutzt sie so ein bisschen als Abkürzung und ganz später, also in der nächsten Komplettlösung, werden wir die Kiste auch noch ein bisschen anders benutzen. Aber so könnt ihr schon mal schnell hier rüberkommen. Und hier rechts geht es dann eben weiter. Einmal hier durch, hier runter. Da sehen wir schon die erste verschlossene Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Den Schlüssel werden wir uns gleich holen. Ihr braucht euch die Türen also nicht unbedingt markieren. Einmal hier weiter durch, klatscht die Typen um. Und ja, jetzt sind wir hier in dem unteren Bereich. Hier können wir theoretisch runter. Wir gehen aber erst noch mal kurz hoch. Da gab es nämlich auch noch was. Deswegen einmal noch mal einen Abstecher kurz nach oben. Haut hier das Gespenstblatt und markiert euch vor allem das hier. Denn da kommen wir dann erst auch in der nächsten Komplettlösung hoch. Da gibt es aber noch ein bisschen was zu holen. Deswegen Markierung drauf und dann hier runter. Und hier können wir uns natürlich noch hier die Klumpen mitnehmen. Ja, haut hier die Gegner einmal platt und im Endeffekt sehen wir da oben schon, ist so eine Kette. Da müssen wir natürlich dann auch gleich hoch, um diese Kette zu sprengen. Ja, um dann quasi hinten die Türen aufzumachen. Das erfahrt ihr aber gleich, wie das funktioniert. Achtung auf die Geister, dass ihr nicht einfriert. Geht nämlich dann ziemlich schnell, wenn ihr von dem Sturm erfasst werdet. Aber vor allem erstmal hier unten lang. Hier unten ist es dann nämlich so, dass wir hier den nächsten Checkpoint haben. Schnappt euch hier den Schlüssel. Den brauchen wir jetzt nämlich, um überhaupt erst weiterzukommen. Und redet hier auf jeden Fall mit dem guten Waymond. Die Quest werden wir nämlich auch in der nächsten Komplettlösung abschließen. Redet also mit ihm den kompletten Dialog durch, bis er eben nichts mehr zu sagen hat. Und am besten kauft ihr hier auch schon alles, was euch noch nützlich ist. Denn wir werden ihn das nächste Mal nicht so wiedersehen, wie wir ihn jetzt antreffen. Auf jeden Fall können wir beim nächsten Mal nichts mehr bei ihm kaufen. Deswegen wichtig, dass wir ihn natürlich jetzt hier alles abkaufen, was wir eben noch gebrauchen könnten und mit ihm einmal erstmal ein bisschen quatschen. Ansonsten könnt ihr natürlich ins Hotel zurückkehren, wenn ihr Bock habt, um euch ein bisschen abzugraden, je nachdem, wie euer Punktestand aktuell ist. Ansonsten geht es aber erstmal zurück. Wir müssen nämlich jetzt unten diese Tür öffnen und das machen wir, indem wir erstmal hier zurücklaufen. Also einmal hier entlang, den Schlüssel haben wir ja jetzt im Gepäck. Das heißt, wir können jetzt natürlich alle Türen öffnen, die irgendwie so ein Vorhängeschloss da dran haben und das machen wir auch gleich. Wir gehen aber erstmal komplett hier durch bis ganz nach hinten, schnappen uns dann hier die erste Tür und können dann hier einmal durchgehen. Ja, hier angekommen, einfach hier die Leiter hoch und dann hier links entlang. Achtung auf diese hässlichen Viecher. Ich hasse die Dinger wie die Pest. Auf jeden Fall hauen wir die Tuse hier einmal um und gehen dann hier hoch und schnappen uns hier das nächste Teil, Pastillen, und können hier einmal durch die Tür wieder durchgehen. Dann kommen wir hier oben auf dem Balkon raus und hier können wir dann hier drüber gehen, über diese Leiter, ja, und nicht springen am besten, damit ihr da nicht runterfallt, außer ihr wollt hier das Opfer des Spielers haben. Das könnt ihr euch dann natürlich nochmal holen. Ihr müsst aber bedenken, dass ihr dann immer wieder diesen Weg laufen müsst, um halt diese kleinen Gegenstände zu holen. Ich habe es natürlich gemacht, weil ich natürlich gucken wollte, was da überhaupt gibt. Im Endeffekt können wir uns hier unten das nämlich auch noch holen. Das ist aber auch wiederum nur eine Heilinjektion, braucht ihr also nicht unbedingt, aber nimmt's gerne mit, wenn ihr Bock drauf habt. Wieder hier durch die Tür und dann diesmal einfach nur geradeaus drücken, um dann hier auf dem Balkon zu landen. So, dann die Viecher hier einmal platt gemacht, kurze Finisher rein und dann können wir hier rüber zur nächsten Tür kommen. Wir sehen, da oben ist noch was. Das können wir uns dann auch markieren. Holen wir uns später noch in der nächsten Komplettlösung, wenn wir den Doppelsprung haben. Ja, gehen wir hier weiter, hauen hier die Tusen um, die Eisprinzessinnen, die hier rumschweben und jetzt mittlerweile ein Geist sind. Gehen wir einmal hier runter und hier gibt es dann wieder zwei Gänge, einmal rechts, einmal links. Wir gehen jetzt hier erstmal rechts lang. Hier gibt es nämlich noch eine kleine Challenge und die machen wir natürlich. Sollte kein Thema sein, Gegner sind nicht allzu stark. Gerade mit eurer Stufe sollte das eigentlich
no problem sein, die umzuhauen. Und dann geht es einmal weiter nach hier rechts entlang. So, hier rechts ist es so, da können wir dann hier nochmal hochspringen. Da geht eigentlich relativ simpel. Schnappt euch hier den Hebel, macht den einmal auf und dann kommen wir hier wieder raus. Also sind quasi eine Runde gelaufen. Ja, und das kommt einem natürlich schon etwas komisch vor. Aber gut, so haben wir die Abkürzung dann zumindest mal freigeschaltet. Gehen dann hier einmal links lang und hier links durch. Und da können wir dann eben die Kette kaputt machen. Die erste, um hier diese Tür zu öffnen. 5 Stück gibt es insgesamt, die wir uns holen müssen. Und natürlich schnappen wir uns die jetzt nach und nach. Geht also hier einmal wieder hoch und dann hier rüber. Seilt euch hier rüber und dann schnappt euch hier oben noch den Gegenstand. Einfach immer einmal springen, Dash und dann wieder springen, dann kommt ihr nämlich da hoch und dann gehen wir hier mit der Kette einfach einmal rüber, wieder nur nach links gedrückt halten und sehen, dass da unten natürlich auch noch was gibt. Hier oben geht es auch noch lang, da können wir aber dann später erstmal im Doppelsprung hier hoch, das schaffen wir jetzt aktuell noch nicht. Den Doppelsprung holen wir uns ja hier am Ende von dem Level, also packt euch da gerne eine Markierung hin. Nehmt hier die Frostbombe noch mit, geht hier runter und sprengt dann die nächste Kette, klickt vor allem hier auf den Schalter, damit die Treppe runterfährt, damit ihr dann hier schon mal eine Abkürzung für später habt und dann haben wir schon die zweite Kette raus. So, dann sind wir hier in dem Bereich und ja, wir müssen da wieder rüber, da ist ja noch eine verschlossene Tür, also kurz hier hoch. Ja, und hier habe ich mir jetzt dann auch die Markierung gesetzt, wäre wichtig, um euch das zu merken für später. Da können wir dann nämlich noch ein bisschen was abholen, sobald wir den Doppelsprung haben. Geht hier erstmal über die Brücke drüber und macht hier die Viecherblatt, gibt es einen kleinen Finisher noch hinterher und dann geht es hier links weiter. Hier ist dann die nächste Kette, also die dritte und die machen wir einmal platt. Und ja, dann bleiben nur noch 2 Stück übrig, optimal natürlich. Deswegen gehen wir einmal hier runter, schnappen uns hier die Kugeln, die Markierung kann weg. Ziehen den Schalter, können die Leiter hier runter und jetzt fehlt uns ja noch die eine Tür, die wir da ja schon markiert hatten, weil wir da nicht durchkommen und die ist hier unten, da können wir dann gleich reingehen, den Schlüssel verwenden und dann kommen wir hier eben raus. So, hier ist es so, dass wir hier einmal runterspringen, hier ist dann gleich auch die Kette, der Geist sollte euch nicht so viel machen. Also da ist jetzt eigentlich kein Hindernis, deswegen hauen wir den natürlich einmal um, nehmen hier die Kette mit und damit haben wir das auch schon erledigt. Ja, hier geht es jetzt dann nochmal rüber und hier hoch und dann kommen wir wieder hier raus. Und jetzt fehlt uns natürlich noch eine Kette und die ist eben ganz am Anfang eigentlich. Also hier ganz links, wo die rote Tür ist. Deswegen gehen wir hier natürlich auch links lang, um hier wieder am Anfang rauszukommen. Und da machen wir eben noch hier die Eisprinzessin in Form von einem Geistblatt und gehen dann hier einmal weiter nach links rüber. Wir können jetzt natürlich eigentlich hier hochgehen. Ja, ist aber auch egal. Wir müssen das Teil eh ein bisschen verschieben, müssen wir eh schauen, wie wir da rüberkommen. Und dann nehmen wir dann hier eben gleich den Klotz mit, damit wir hier auf diesem Balkon drauf können. Dafür brauchen wir eben den Klotz. Ihr seht, da ist auch noch schon so ein Stopper für den Klotz und nur mit dem können wir eigentlich dahin. Macht aber ruhig hier die Gegner platt und ja, zu dieser Tür müssen wir halt. Also von hier kommen wir nicht dran, von drüben kommen wir auch nicht dran, also brauchen wir eben den Block, um da hinzukommen. Gehen wir also einmal zurück und schnappen uns den. Und das machen wir wie folgt, gehen hier hoch, gehen da wieder zurück zu dem Block und schieben den Block jetzt einmal hier komplett an die Kante, um eben da hochzukommen. Das ist das, was ich eben meinte mit diesem Block, aber wie gesagt, ihr konntet den vorher immer ganz gut für die Abkürzung nutzen. Also einmal den Block hier rüber schieben bis an die Kante, von hier aus kommen wir dann hier hoch auf den Balkon, können uns hier noch die Heilinjektion sammeln und natürlich die letzte Tür öffnen, damit wir hier einmal durchkommen. Da gibt es nämlich dann die letzte Kette, die wir noch kaputt machen müssen und dann haben wir zumindest diesen Part schon mal erledigt. Da unten ist die Kette, klatschen hier noch ein paar Leute weg und dann können wir da unten die Kette aufmachen. Also Freunde, einmal gegenhauen, Kette gesprengt, Sprenger der Ketten, vielleicht sagt euch das was. Und ja, dann gehen wir wieder hier hoch und dann können wir eigentlich zum Checkpoint gehen. Wichtig jetzt davor, am besten nochmal Punkte ausgeben und alles mögliche kaufen, was ihr eben braucht. Denn danach kommt jetzt ein Boss auf euch zu und den müsst ihr natürlich auch erstmal platt machen. Ist jetzt nicht super krass der Boss. Aber lohnt sich natürlich schon, vorher mal die Punkte auszugeben.
Wir gehen dann also hier oben wieder lang und ja, ich habe mal versucht jetzt, ob man das irgendwie ein bisschen tricky hier holen kann, da oben das Teil. Geht aber nicht. Also braucht ihr gar nicht auszuprobieren, funktioniert nicht. Das war einfach nur so ein Versuch von mir. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann einfach hier die Tür durch, könnt dann hier natürlich wieder rüber gehen und kommt dann hier auf die andere Seite wieder. Die Tür ist ja jetzt auf, geht also einfach hier runter, wo eben auch der Checkpoint war und der NPC, den wir dann hier nochmal belabern können. Geht gerne ins Hotel, gradet euch ab und dann einmal hier rechts durch. Ihr seht, ich bin da schon einmal durch Zufall gestorben. Er ist aber gar nicht so stark, der Nachtjäger. Das ist wirklich, das geht eigentlich, das sollte eigentlich funktionieren. Sei denn, eure Waffe ist natürlich gut abgegradet und euer Charakter macht schon ein bisschen Schaden, dann sollte er kein Problem sein. Kampf an sich aber eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Fand ich jetzt schon cool, gegen ihn zu kämpfen. Und ja, im Endeffekt machen wir den dann platt und wir bekommen als Belohnung sein Schild. Das ist eigentlich ganz funny. Ich habe es zwar noch nie benutzt, aber es ist ein cooles Feature, finde ich. Und ja, wir haben ihn jetzt hier einmal umgehauen und damit ist er erledigt. Ja, Feind besiegt. Jetzt bekommen wir hier das Stigma des Schutzes und das können wir eben benutzen, um uns so ein Schild rauszuholen. Ja, ich brauche es jetzt nicht unbedingt, weil ich natürlich einfach Hardcore reinschlitze und deswegen brauche ich das Schild jetzt nicht unbedingt, aber es ist natürlich ganz cool. Wir brauchen auch natürlich dieses Stigma später für die Trophäen. Also schnappt euch das so oder so, verpassen könnt ihr es nicht. Weiter geht's zum Palast und hier wird es jetzt echt richtig tricky. Hier hinten geht die Tür nicht auf, das heißt, wir müssen natürlich irgendwie anders im Palast kommen. Drückt hier auf die Statue, das ist so eine Art Geheimgang, der dann da hinten aufgeht und dann können wir eben unten rum durch in den Palast reinkommen. Ja, das Ganze wird jetzt ziemlich verwirrend, Freunde, muss ich ehrlich sagen. Man muss da so oft im Kreis und hin und her laufen. Ich zeige euch das hier natürlich komplett, was wir alles machen müssen. Da müssen wir nämlich so verschiedene Fackeln anzünden. Und ja, folgt einfach dem Guide am besten oder ja, würde ich euch schon empfehlen, um einfach hier besser durchzukommen. Ja, unten gehen wir natürlich lang und vor allem gibt es in dem Palast noch einige geheime Gänge, die wir natürlich auch nicht verpassen sollten, um dann wirklich später alles zu haben. Gehen hier einmal durch den Keller nach rechts durch, das ist recht linear, da können wir einfach hier lang gehen, schnappt euch hier hinten den Brocken, diesen Klotz, dann schubst ihr den hier einmal runter und gibt den dann nochmal einen Kick, zack, damit er hier runterkommt und hier könnt ihr ihn dann auch nochmal runterkicken. Ich habe mal versucht, das auf den Gegner zu kicken, hat aber bei mir nicht geklappt. Vielleicht könnt ihr es mal versuchen. Stelle ich mir lustig vor, auf jeden Fall so einen Gegner damit platt zu machen. Ja, am Ende vergeht ihr hier weiter, passt ein bisschen aufs Eis auf, aber das sollte euch eigentlich nicht zu hardcore schaden. Deswegen halb so wild. Im Endeffekt benutzen wir den Block, um dann hier hochzukommen. Hier hinten gibt es keinen Geheimgang, also nichts verpasst. Hier hoch, schnappen uns die Klumpen, gehen dann hier rechts weiter. Und jetzt fängt das an mit diesen Blutschaden-Dingern. Ihr könnt jetzt natürlich schon auch diese Rune nehmen, die euch irgendwie ja, Blutschaden reduziert. Das macht hier auf jeden Fall Sinn, denn hier kommen auch immer solche Fettsäcke, die denen dann eben der Bauch aufplatzt. Ja, und die machen alle immer Blutschaden, vor allem diese Dinger auf dem Boden, die machen natürlich auch Blutschaden. Ist aber halb so wild, also könnt ihr auch natürlich einfach so weiter zocken. Macht hier die Gegner platt, wie gesagt, ziemlich linear. Schnappt euch hier das Loot-Zeug und geht dann hier rüber in den nächsten Gang. Schnappt euch hier noch die Sachen und geht dann einmal hier hoch bei dem Fettsack entlang. Und da drüben können wir noch was holen. Das schnappen wir uns aber jetzt noch nicht. Gehen erstmal hier rüber, hier hoch und dann so eine Runde. Und jetzt können wir halt darunter gehen. Kommen wir so oder so vorbei. Also von daher nehme das Geschenk hier natürlich dankend an. Ein bisschen Loot ist immer gut. Ihr wisst ja Bescheid. Und dann schnappen wir uns hier noch das Mondpulver. Nehmen wir natürlich einmal mit. Gehen hier durch. Hauen hier noch die Eiskisten platt. Schnappen uns hier unten noch das Teil. Auch Mondpulver. Und eine Heilinjektion gab es hier noch on top. Perfekt. Und dann geht es halt hier weiter und nach oben. Ja, hier oben sind wir dann tatsächlich im Innenhof des Palasts angekommen. Da kommt hier so ein dicker Gegner, ein neuer auch, finde ich ganz cool. Aber ja, viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Viele Chancen hat er so oder so nicht. Also schnappen wir uns erstmal hier die Bombe und werfen die hier drauf, damit wir das eben freischalten können. Schnappt euch hier den Gegenstand, geht gerne mal rechts rein, da gibt es einen Checkpoint.
könnt ihr natürlich machen und schubst dann hier den Klotz einmal runter und den schieben wir dann im Endeffekt hier ganz nach links. Wie gesagt, geht gerne einmal rechts rein vorher, da gibt es dann noch einen Checkpoint, den könnt ihr euch natürlich vorher holen, aber im Endeffekt schnappen wir uns hier den Klotz, gehen dann hier hoch, werfen die Bombe drauf und gehen dann hier einmal weiter nach links rein. Ja, hier links macht ihr erstmal alle Gegner platt und da wird es dann ein bisschen tricky. Da müssen wir uns nämlich hier die Bombe holen und relativ schnell, super schnell sogar, hier oben hochkommen und die Bombe eben hier oben dran werfen. Lauft hier einfach durch bei den Eisdingern, lasst euch da ruhig treffen und werft dann die Bombe an. Das ist wirklich ein Sekundending, also 1-2 Sekunden können da schon den Unterschied machen. Und wenn ihr das frei habt, geht ihr halt hier oben links einmal lang. Hier in dem Bereich müsst ihr jetzt die vier Fackeln anmachen und genau das machen wir jetzt. Wie gesagt, ist ein bisschen tricky, geht da einfach durch, kommt ihr hier in den neuen Abschnitt und ja, hier müssen wir jetzt diese vier Kelche finden, um die vier Fackeln anzumachen und genau das machen wir jetzt auch. Hier gibt es auch ein paar neue Gegner, eigentlich ziemlich cool, dass immer mal wieder ein paar neue Gegner kommen. Geht erstmal links komplett durch und ja, macht hier alles platt. Die Typen verwandeln sich jetzt hier. Ist ein bisschen unnötig meiner Meinung nach, aber okay. Sie hätten auch einfach nur die Geistertusen hier kommen lassen, weil der erste Typ macht eh nichts. Von daher geht einfach drauf, geht rein, macht die hier platt und schnappt euch hier hinten links noch eben die Frostbombe. Ja, dann geht's weiter. Hier oben auf dem Schrank, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Heilinjektion, gehen hier einmal hoch, klatschen die Tuse um und dann haben wir hier noch ein bisschen Mondpulver. Passt auf den wieder so ein bisschen auf, der euch irgendwie so überraschen möchte. Schafft er aber natürlich nicht. Hauen wir ihn um und können dann hier einmal weitergehen. Geheimgänge gibt es da oben jetzt schon mal nicht. Und ihr seht, hier sind wieder einige Türen verschlossen. Ja, da muss man natürlich wieder ein bisschen was machen, um da weiterzukommen. Also erstmal hier die Runde laufen, die Dudes hier umklatschen und dann einmal hier hochziehen mit dem Enterhaken, damit wir da eben weiter können. Also einmal hier hoch, zack, und dann hier rüber und ja, passt ein bisschen auf die Leichen auf. Die springen euch nämlich gerne mal an und dann können wir hier weitermachen. Einmal links rüber und ja, der Typ hat mich öfters mal runtergeklatscht und hier musste ich dann echt so ein bisschen rumhopsen. Aber im Endeffekt sollte das kein Thema sein. Zack, hat er mich schon wieder erwischt. Das hat mich schon richtig genervt. Vor allem, weil er nur 25 Schaden macht. Das ist halt echt so ein Kobold, den man überhaupt nicht braucht. Und ja, hier machen wir den Hebel auf und dann können wir hier den Aufzug freischalten. Beim Aufzug ist es so, dass der jetzt erstmal runterfährt und zu dem nächsten Checkpoint geht. Also in dem Fall hier jetzt der erste. Wenn ihr vorher rechts gegangen seid, dann ist das hier der zweite Checkpoint in diesem Gebiet. Den machen wir jetzt einmal an und am besten jetzt erstmal upgraden oder auch ins Hotel gehen, wie auch immer. Im Endeffekt können wir da dann später weitergehen. Ich habe mich persönlich, glaube ich, erstmal upgegradet. Da bin direkt weiter, braucht man jetzt auch nicht so mehr so viele so Upgrades. Wir sind ja schon richtig stark, deswegen fahren wir hier einfach wieder hoch und machen das Ding hier weiter. Einmal rechts entlang, Checkpoint ist freigeschaltet und jetzt kommen wir hier von hinten an den Dude, gehen dann hier rechts einmal lang und hier können wir jetzt erstmal weitergehen. Wichtig war eben nur, dass wir den Checkpoint freigeschaltet haben und dann kommen wir hier in den nächsten Außenbereich und hier in dem Außenbereich, dann gehen wir einfach komplett durch. Den könnt ihr euch aber schon mal merken, da findet nämlich später noch eine Quest statt, also auf jeden Fall hier einmal weiter. Dann hier rüber, da merken wir schon, oh, da oben kommen wir gar nicht hin, also Markierung gesetzt, da gibt es nämlich noch was Feines, das können wir uns dann später holen. Kickt hier die Klotz nach unten, schiebt den einmal hier rüber, dann könnt ihr nämlich da oben hinkommen. Und ja, für mich sah das wieder aus nach Gegnern, ist auch einer. Deswegen hier erstmal am besten alles räumen und soweit alles platt machen. Jetzt ist hier eine Bombe, da müsst ihr echt aufpassen, dass euch dieser Zacken da nicht genau auf die Bombe schlägt. Dann seid ihr nämlich schneller tot, als ihr gucken könnt. Ansonsten ist das relativ easy, einfach hier hoch, Bombe drauf und dann ist der Gang hier frei. Ich würde euch empfehlen, nochmal hier hoch zu gehen. Da gibt es nämlich noch da oben eine Kiste. Die können wir natürlich uns auch noch holen, wenn wir da die Bombe drauf werfen. Macht aber hier erstmal alles frei. Gerade auch von diesen Gegnern und hier ein paar Kristalle können wir noch platt machen und hier dann wieder die Bombe holen und da oben das frei machen, um uns die Kiste zu schnappen. Also einmal Bombe in die Hand und hier wieder schnell hoch,
durchsprinten einfach, dann erwischt euch das nicht und dann relativ zügig hier natürlich hoch und von hier kann man das nicht werfen. Ja, das ist nämlich der Fail dabei, also muss man das Ganze nochmal neu machen. Ihr müsst schon wirklich ziemlich nah dran, um auch die Bombe wirklich zu platzieren, also wieder schnell hier hoch und einmal durch. Das Timing passt auf jeden Fall, wenn ihr dann hier durchgeht, hier hoch geht und dann auf jeden Fall einmal rüber, dann passt das eigentlich ganz genau und dann können wir hier die Kiste einmal holen und da bekommen wir nämlich den Hauptschlüssel des Ordenpalasts und den brauchen wir natürlich, um hier überhaupt voranschreiten zu können. Ihr seht die ganzen Türen, die roten hier, die müssen wir nämlich mit dem Schlüssel öffnen, gehen aber erstmal hier rechts lang und hier kommen wir jetzt zu so einem Außenbereich. Ja, hier in dem Außenbereich gibt es später auch noch mehr Sachen zu holen. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal unsere Quest folgen, quasi diese Fackeln anschalten, um den Doppelsprung zu bekommen. Denn in der nächsten Folge werden wir natürlich allen Loot einsammeln, der hier noch so rumfliegt. Und wichtig ist jetzt hier in der Folge wirklich erstmal diese Fackeln anzuzünden, damit wir hier uns alles holen. Schnappt euch hier noch die Heilinjektion, nehmt die eben mit und dann springen wir hier runter. Ja, hier könnt ihr eigentlich noch rüber in das andere Gebäude, hier was da so links ist. Ich hatte es jetzt nicht riskiert. Das Ganze ist wirklich viel cooler mit dem Doppelsprung, ganz einfach zu machen. Geht also erstmal weiter, weil ihr werdet hier jetzt gleich auch den Doppelsprung bekommen. Es dauert noch ein bisschen, aber wenn ihr den habt, sind die ganzen Sachen wirklich super easy zu holen, weil ihr da auch nicht mehr runterfallen könnt und so. Da ist das Ganze nicht mehr so nervig. Nutzt den Aufzug hier erstmal und ja, hier mit dem Aufzug ist es so, dass da rechts noch einen Gang gibt. Den wollen wir natürlich auch nochmal nehmen. Das heißt, wir können hier erstmal hoch und den Gang nehmen oder wir machen hier den Checkpoint frei, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Geht also gerne hier hin, macht den Checkpoint frei und geht dann einfach nochmal links in den Aufzug hoch. Und von hier können wir dann hier in den Gang einmal hüpfen. Da wollen wir nämlich einmal hin. Hier gibt es nämlich noch eine schöne, leckere Truhe. Schnappen wir uns und das ist die heilige Flügelaxt. Nehmen wir uns natürlich mit. Sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Ziemlich stylisch. Und schnappen uns hier noch das Ungeborene für die Frau in Tinte. Ja, somit haben wir da schon mal ein bisschen was erledigt, Freunde. Und schauen wir nochmal uns gerade die Axt an. Was ist das für eine? Die hier, die skaliert mit Stärke C. Schon ziemlich cool, aber hat natürlich wenig Reichweite. Ist aber dafür schon echt schnell, muss ich sagen. Und ja, im Endeffekt brauchen wir die nicht, weil für zumindest ich nutze immer noch das Großschwert, auch jetzt am Endgame. Ich habe das ganze Game nur noch mit dem Großschwert gezockt, weil es einfach übelst geil ist. Ja, nimm die Frostbombe hier mit, dann einmal hier hoch. Wir sind jetzt also rechts lang gelaufen, hier geht es wieder hoch. Hier kommen jetzt so ein paar Jumping-Passagen. Das sollte aber eigentlich selbsterklärend sein. Einfach hier hochziehen mit den Enterhaken, dann können wir hier so ab von der Wand abspringen und hier natürlich die Gegner platt machen. Hier können wir oben links noch hin, merkt euch das unbedingt, da ist noch ein ganz wichtiger Gegenstand da oben, den wir uns später mit dem Doppelsprung holen können, deswegen einmal hier markieren und dann geht es hier eben weiter. Einmal hier durch und ja, hier sind noch ein paar Gegner, die machen wir natürlich platt und hier ist dann auch der erste Kelch, wie ihr seht. Den brauchen wir natürlich, um diese Fackeln anzuzünden. Und ja, das ist natürlich optimal, wenn wir den ersten hier schon haben. Also gibt es einen kleinen Finisher und damit ist das Ding hier auch durch. Ja, und dann gehen wir hier einfach zum Kelch und machen das an. Zack, erste Fackel leuchtet, erste von vier. Und wir gehen jetzt eigentlich wieder zurück. Die Frage war für mich immer noch, kann man da runterspringen oder nicht? Ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich glaube, es geht aber nicht. Sieht nicht so aus, als würde es gehen. Und deswegen lassen wir das mal lieber. Man hätte es jetzt natürlich mit 4000 Seelen mal ausprobieren können. Im Endeffekt, ja, ist das aber, glaube ich, nicht möglich. Also einmal zurück und dann wieder können wir hier an den Checkpoint gehen. Ihr könnt euch natürlich upgraden, wenn ihr mehr Seelen habt. Ansonsten schnappt ihr euch hier den Aufzug und dann geht es natürlich hier rechts entlang. Den Teil müssen wir jetzt auch noch machen. Vor allem gibt es ja auch noch ein paar Türen, die wir jetzt mit dem Schlüssel öffnen können. Fahrt aber erstmal hier hoch mit dem Aufzug ganz gechillt und geht dann hier einmal rechts entlang. Ja, hier rechts gibt es jetzt noch ein bisschen was zu erledigen. Wir können einmal da hoch und das machen wir natürlich auch. Also einmal hier durchjumpen, die Jump-Passage machen und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Passt ein bisschen auf das Eis hier natürlich auf, aber im Endeffekt einmal dran springen, dashen und dann nochmal hüpfen. Dann solltet ihr auch hier hochkommen.
Also diese Reihenfolge müsst ihr immer machen, damit ihr hier weiter hochkommt. Einmal dran springen, dashen und dann halt wieder dran springen. Jetzt ist es hier so, dass man natürlich ein bisschen höher springen muss und sich dann hochziehen kann mit dem Enterhaken. Und dann sind wir hier im oberen Bereich. Hier gehen wir jetzt einmal rechts, passt da ein bisschen auf die Viecher, zieht euch hier einmal rüber und ihr könnt ruhig nochmal hier unten reingehen. Da gibt es nämlich auch noch was, da leuchtet ein bisschen was, das sieht man schwierig, aber es ist tatsächlich auch was da. Und ja, wenn ihr nicht aufpasst, fallt ihr eben runter. Da wir hier im Video aber gut schneiden können, sind wir natürlich nicht runtergefallen, ist ja ganz klar. Wir sind nämlich einfach hier lang gegangen und können dann hier einmal rechts gehen. Wie gesagt, ihr könnt noch in die kleinen Hütten rein, da gibt es immer noch ein bisschen was, aber nichts Weltbewegendes. Geht dann einmal hier durch und wie gesagt, unser erstes Ziel ist hier primär erstmal die Fackeln anzuzünden und wirklich alles, was hier noch offen ist, macht euch da echt keine Sorgen. Die ganz wichtigen Gegenstände, die holen wir alle im nächsten Video, sobald wir den Doppelsprung haben. Ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen und keine Trophäe verpassen und da zeige ich euch das natürlich noch. Dazu wird es auch teilweise einzelne Videos geben, falls ihr jetzt erstmal später eingestiegen seid. Werdet euch natürlich auch noch alle zeigen, wie die Waffen überall sind und wo ihr alle Zaubersprüche holt und so weiter, die geheimen Bosse noch findet und die restlichen Quests macht, das machen wir natürlich alles noch. Im Endeffekt gehen wir jetzt erstmal hier runter und da gehen wir weiter und versuchen halt eben die Fackeln alle anzuschalten. Hier der Klotz ist eigentlich nur dafür wichtig, damit wir hier eben wieder hochkommen. Hätten wir jetzt den Doppelsprung schon, wäre das natürlich unnötig, dieser Klotz. Aber gehen wir einmal hier links lang und ja, hier oben gibt es dann auch noch Zeug, das könnt ihr euch jetzt schon mal hier das zumindest holen. Das andere bekommen wir auch erst, wenn wir einen Doppelsprung haben. Also da oben in dem Häuschen ist tatsächlich auch noch was drin. Gehen wir aber erstmal weiter. Wie gesagt, primär wollen wir jetzt hier die Fackeln anzünden, deswegen einmal weiter durch. Und jetzt sehen wir, jetzt sind wir hier eine Runde gelaufen, ohne eigentlich irgendwas erreicht zu haben, fand ich persönlich schon etwas komisch. Deswegen habe ich jetzt auch mal hier einfach ausprobiert, ob man da was bekommt. Aber man kann einfach nicht dahin, wenn man nicht den Doppelsprung hat. Deswegen ist das relativ hinfällig. Ja, wo müssen wir also jetzt lang? Wieder hoch und dann vielleicht am besten links. Das Gebiet haben wir hier jetzt schon fertig gemacht. Und ja, wo gehen wir jetzt am besten hin, ist die Frage. Das Ding haben wir nochmal markiert. Ja, und im Endeffekt gehen wir nochmal hier einfach hoch und gehen dann diesmal den rechten Weg. Wichtig natürlich war das, um uns auch entsprechend umzuschauen und vor allem auch noch ein paar Dinge zu entdecken bzw. auf der Karte zu markieren, damit wir die Sachen dann später holen können. Jetzt gehen wir hier links lang. Hier können wir natürlich wieder den Aufzug hochholen. Den haben wir ja eigentlich aber schon, wissen wir, wo der hinführt, nämlich nach unten. Da waren wir ja auch schon. Wir können jetzt hier einmal mitfahren. Ihr könnt auch einfach bei den Aufzügen runterspringen. Da passiert euch wirklich gar nichts. Von daher ist das hier einfach nur, um die Karte freizuschalten. Ihr könnt auch wirklich einfach runterjumpen. Es gibt ja kein Falling Damage, deswegen einfach hier. Ja, fahren wir wieder hoch, links lang und dann geht es hier raus auf den Außenbereich. Machen hier schnell die Flatterviecher platt, das schnappen uns hier noch die Heilinjektion. Und ja, hier gibt es unten auch noch was, da könnt ihr gerne auch noch hin. Ich würde es aber auch später lieber mit dem Doppelsprung machen, habe ich dann auch so gemacht. Ihr könnt gerne aber auch so darunter, da unten gibt es nämlich noch was. Also das für euch als Hinweis, aber geht erstmal weiter. Am besten ist, ihr macht das Ganze wirklich alles später mit dem Doppelsprung. Da habt ihr dann auch ja weniger Risiko, irgendwie abzustürzen oder sonst was. Lauft also erstmal hier lang. Hier gibt es dann gleich so einen kleinen Zwischencheckpoint, den nehmen wir natürlich mit. Und jetzt sind wir hier im oberen Bereich. Da holen wir uns natürlich hier rechts erstmal das Teil. Heilinjektion nehmen wir natürlich auch noch an uns. Und dann gucken wir mal, ist hier hinten was? Nee, ist kein Geheimgang. Also hier einmal links entlang. Ja, hier links kommen wir dann wieder in den Außenbereich. Wieder so ein kleiner Balkon. Und hier gibt es so eine kleine Art Prüfung. Heißt also, wir sind auf einem guten Weg, die nächsten Feuer zu erreichen. Und hier machen wir jetzt die Gegner platt und können dann eben weiterspielen. Hier kommen jetzt tatsächlich zwei von diesen Dicken. Wenn wir die aber erledigt haben, ist das Ganze hier fertig. Die sind jetzt nicht mehr allzu stark. Jetzt können wir hier weiter links lang gehen und da fällt man dann schon mal schnell runter. Wenn man wie ich immer durch die Türen rollt, ist mir auch schon einmal zum Verhängnis geworden. Aber wurscht. Hier machen wir jetzt erstmal die Gegner platt.
kommen dann hier oben wieder an und ja, man merkt jetzt hier schon, dass man da nicht rüber kann. Das geht auch nicht mit dem Doppelsprung. Ich werde euch aber gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Lasst uns aber erstmal die ersten Leuchtfeuer holen. Das zeige ich euch gegen Ende des Videos hier noch. Die Stelle markieren wir uns nämlich mal und die kann man dann später holen. Auch wenn man nicht den Doppelsprung hat, kommt man da ganz gut rüber. Und ja, das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Lasst uns aber erstmal die Leuchtfeuer holen, indem wir hier rechts gehen. Da gibt es nämlich schon das nächste. Das können wir einmal anzünden. Leuchtfeuer Nummer 2 oder Fackel nennen wir es mal lieber. Und ja, hier sieht es wieder komisch aus, als ob man da runter könnte. Kann man aber nicht, weil es da einfach das Level zu Ende ist. Ist ein bisschen blöd von der Karte programmiert her, dass man das da nicht so sieht. Man denkt, da ist noch so ein bisschen offen. Und im Endeffekt, ja, kommen wir hier zu dem Aufzug. Und hier im Aufzug können wir jetzt natürlich wieder runterfahren. Und ich habe dann nochmal ein bisschen nach Geheimgängen geschaut. Müsst ihr aber nicht. Also ihr könnt auch einfach hier runterspringen. Wie gesagt, ihr könnt den Aufzug hochschicken und selber runterspringen. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Und ja, im Endeffekt fahren wir dann hier runter und können dann hier einmal rechts weitergehen, sind dann wieder bei unserem Checkpoint und von hier aus geht es dann erstmal bei mir zumindest ins Hotel, erstmal ein bisschen upgraden, mit 20.000 kann man ja schon ein bisschen was anfangen, außerdem zur Frau in Tinte, hier können wir natürlich noch die ganzen Ungeborenen abgeben, da haben wir ja jetzt mittlerweile einige eingesammelt, insgesamt gibt es glaube ich 20 Stück sogar und ja, die werden wir natürlich alle finden, Freunde. Wenn wir das Game beenden, werdet ihr die Trophäe auf jeden Fall haben. Ist nämlich auch wichtig für eine andere Quest. Das hängt da so ein bisschen mit zusammen mit der Frauentinte. Und ja, das schnappen wir uns dann natürlich, ne? Im Endeffekt gehen wir jetzt nämlich einfach wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Und ja, da können wir jetzt weiter durchstarten. Schnappt euch also den Checkpoint wieder zurück in den Palast. Und von hier geht es dann eben weiter. Hier gibt es ja jetzt noch einige Türen, die wir benutzen können. Gehen also jetzt erstmal hier rechts entlang. Und ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen auf das Eis. Aber im Endeffekt ist das ja nicht gerade besonders schädlich. Auch wenn es euch mal einfriert, ist okay. Nehmen wir eben so mit und hauen hier die Tuse einmal weg. Und dann gehen wir hier links lang. Da können wir die Tür aufmachen. Da gehen wir auch gerne einmal durch. Und kommen dann hier in den unteren Bereich, schnappen uns hier noch die Kugeln, gehen dann hier einmal rechts entlang. Und hier gibt es eben noch ja, ein bisschen was an Loot, ne? Das nehmen wir uns natürlich mit, denn Loot steht uns gut. Und dann gehen wir einmal hier durch. Hier gibt es noch so einen Feuertyp, den klatschen wir auch noch weg. Ich weiß nicht, was die hier immer mit ihren Laternen haben, aber ist egal. Für uns bringt das nichts. Die können uns da auch mit ihren krassesten Laternen nicht aufhalten. So, hier haben wir jetzt die Abkürzung freigeschaltet, sind hier in dem großen Saal, gehen also wieder zurück, schnappen uns hier die Bombe. Und dann heißt es zügig nach hier unten einmal durchdashen und ja, das war schon ein bisschen langsam bei mir. Deswegen muss ich die nochmal wegschmeißen, hauen nochmal hier die Tuse um, damit die uns nicht stört. Im Endeffekt muss die Bombe dann hier runter. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich habe gehört, hier gibt es einen Bug, wenn man irgendwie das Blutschwert anhat, also Rivers of Blood, dass man hier die Bombe nicht werfen kann, beziehungsweise die Bombe nicht zündet. Weiß ich nicht, wenn das so sein sollte, dass hier die Bombe bei euch nicht zündet, versucht einfach mal mit einer anderen Waffe hier reinzugehen, dann sollte sich der Bug beheben. Bei mir war es auf jeden Fall nicht so, also Bombe geschnappt einfach und dann hier runtergehen und hier einmal draufwerfen, explodiert dann und hier machen wir noch den Kelch an. So, fehlt uns jetzt noch eine Flamme, Freunde, und dann haben wir es endlich geschafft, dieses nervige Level. Ich finde das super nervig, das Level. Alle Level davor waren ziemlich geil, aber das ist halt echt Chaos. Hier einfach weiter, schnappen uns die Kisten, holen noch ein bisschen Erfahrungspunkte, nehmen natürlich hier die Pulver mit und kommen dann hier einmal raus, haben wir so eine kleine Abkürzung geschaffen und ja, jetzt gehen wir aber eigentlich wieder zurück. Im Endeffekt bringt euch diese Abkürzung da wirklich gar nicht viel oder gar nichts. Ja, ihr könnt natürlich jetzt hier lang, könnt auch den unteren Weg gehen, aber bringt halt überhaupt eigentlich nichts. Im Endeffekt müssen wir dann nämlich auch gar nicht mehr lang, deswegen also für die Katz einmal komplett zurück und ja, hier geht es dann eben weiter. Jetzt müssen wir erstmal alles komplett zurücklaufen. Hier also durch, hier hoch, dann wieder hier hochjumpen und von hier aus können wir dann jetzt hier hochgehen, ja, zur nächsten roten Tür. Also einmal hier weiter und ja, dann würden wir gerne da hochgehen. Das ist natürlich
so, dass wir erstmal hier lang müssen und passt da so ein bisschen auf. Geht aber vor allem erstmal hier runter. Wenn wir jetzt hier schon die Runde gelaufen sind, hier könnt ihr nämlich den Fettsack und die anderen alle so ein bisschen platt machen, die Tür aufschließen und dann hier einmal durch. Hier gibt es wieder so eine kleine Challenge. Ist aber wirklich easy. Die zwei Fetten, die machen wir natürlich platt. Die sollten gar kein Thema sein. Kommen halt noch so ein paar kleine Schergen dazu. Die hauen wir natürlich auch noch um. Und hier ist wieder der Hässliche, der durch sein Portal kommt und euch schnappen will. Das sollte dann auch kein Thema sein. Haben wir die alle platt gemacht? So, erledigt. Dann gehen wir hier einmal links lang und machen hier noch den Föderationsgürtel. Und den haben wir dann auch. Im Endeffekt werdet ihr natürlich alle haben. Deswegen nehmen wir den mit und gehen dann nochmal hier lang, hauen das Ding hier auf und schnappen uns hier noch, ja, die Erfahrungspunkte. Hier Erfahrungspunkte technisch gibt es hier tatsächlich richtig viel. Aber ich finde, aktuell in diesem Stadium vom Spiel braucht man fast keine Erfahrungspunkte mehr. Ist ein bisschen erschreckend, aber vielleicht war ich auch einfach schon zu overpowered. Aber okay, ich nehme es mal so hin. Kommen hier noch blutend, machen hier das Ding einmal auf und dann kommen wir hier auf die andere Seite endlich und können hier das Teil hier mitnehmen. Edemi Schattenerz, das schnappen wir uns natürlich, springen einmal hier rüber, dashen dann und ja, hier den Dude könnt ihr natürlich auch noch platt machen. Ihr könnt aber auch einfach weitergehen. Also der juckt jetzt nicht großartig, gibt halt 1000 Erfahrungspunkte, das ist immer ganz gut, den mal mitzunehmen. Und jetzt kommt ihr hier drüben an. Ja, hier machen wir natürlich wieder alles platt und dann haben wir schon fast die Runde gemacht. Nehmen uns hier die Tränen noch mit und ja, hier gehen wir einmal durch und laufen dann einmal komplett hier lang. Und ja, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist die große Frage. Geht nochmal zurück und dann gehen wir hier erstmal den Kamin hoch. Hier waren wir nämlich noch nicht so. Schnappen uns vor allem erstmal hier die Frostbombe und da oben links gibt es auch noch was. Das hat man nämlich hier in dem Fall noch vergessen. Also einmal hier hoch und hier noch die Gegner umgemacht. Ganz easy cheesy. Schnappt euch dann hier noch das Mondpulver, haut hier das Ding noch um und dann haben wir das erledigt. Eigentlich ist der Part jetzt erledigt. Wir müssten jetzt hier hinten zu der roten Tür und genau da gehen wir jetzt auch hin. Also einfach komplett straight links entlang, einmal hier durch und ja, dann hier so die Runde zum Checkpoint quasi wieder und von da aus können wir dann wieder weiter durchstarten. Wie gesagt, es ist ein bisschen so Lauferei und das mag ich immer irgendwie gar nicht. Auf jeden Fall ist hier der Checkpoint, den nehmen wir dann schon mal mit. Es sieht auch immer auf der Karte ein bisschen weiter aus, als es dann tatsächlich zum Laufen ist. Das finde ich tatsächlich ganz gut auf dem Spiel. Also es ist immer so, dass das wirklich mega weit aussieht, aber im Endeffekt sind das zwei, drei Ladescreens und dann sind wir eigentlich schon da. Und man kann natürlich immer zwischendurch noch ein paar Gegner schlachten. Das ist natürlich auch super. Ja, im Endeffekt gehen wir hier runter und können dann natürlich hier die Gittertür aufschließen mit unserem wunderbaren Schlüssel, den wir ja in der Tasche haben. Machen wir hier das Ding einmal auf und da ist der letzte Kelch, Freunde. Den haben wir einmal aktiviert, ja. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich ja zurück in den Raum können. Bevor wir das aber machen, gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen oder ein paar Sachen zu holen, die wir jetzt natürlich mit können. Also nehmt die mit und dann geht es zu dem Raum, wo die Kelche waren. Jetzt ist die Frage, wo war eigentlich nochmal dieser Raum nach dem vielen Rumlatschen hier? Zeige ich euch natürlich gleich. Wir fahren jetzt nämlich erstmal hier den Aufzug wieder hoch und da holen wir uns da hinten dieses Teil. Ja, jetzt bin ich wieder runtergefahren. Keine Ahnung warum. Ich wollte eigentlich aussteigen oder wollte ich erst runter zum Checkpoint. Ich war mir da anscheinend nicht ganz sicher. Wir gehen aber gleich noch da hoch. Gehen erstmal hier an den Checkpoint. Ah, ich hatte 26.000. Da wollte ich dann wahrscheinlich doch erstmal upgraden. Und ja, im Endeffekt wollen wir nochmal hier rüber. Da gab es nämlich auch noch was. Das schnappen wir uns noch. Schnappen uns hier den Aufzug und fahren dann hier nochmal hoch und gehen nochmal hier rüber. Hier so den Bereich. Da wollen wir nochmal gucken, was es da so gibt. Und da schauen wir natürlich mal kurz rein. Warten kurz auf den Aufzug, fahren wieder hoch. Und ja, das ist natürlich das Blöde beim Hochfahren. Da muss man immer so ein bisschen auf den Aufzug warten. Aber wenn wir runterfahren, da können wir natürlich auch anstatt zu fahren einfach runterspringen. Ja, und jetzt machen wir noch ein paar Sachen. Also, wir gehen einmal hier durch
Und gucken mal, was es hier oben nochmal gab. Hier in den Außenbereich, da gehen wir nochmal lang. Da waren wir ja zwar schon, aber hier können wir dann eben auch runtergehen. Und hier unten können wir dann einmal links gehen. Und hier unten links schnappen wir uns eben das geliebte Spielzeug. Ja, Freunde. Und das ist das erste Spielzeug, was wir hier finden. Und da stellt ihr euch mit Sicherheit die Frage, wo war nochmal dieser NPC, der das Spielzeug haben wollte? Und da gehen wir natürlich auch gleich nochmal hin, um das Spielzeug einfach abzugeben. Und das holen wir uns noch. Also hier erstmal weitergehen, hier einmal erstmal durch, können hier noch übers Dach hier rüber zur nächsten, ja, Hütte, sage ich jetzt mal. Und da können wir noch ein bisschen was einsammeln. Deswegen gehen wir einmal hier durch und hier seht ihr, hier leuchtet immer mal wieder was auf. Das nehmen wir natürlich mit, passt ein bisschen auf den Dude auf, der euch gerne hier runterhauen würde, schafft aber nicht. Nehmen hier noch das Edelweißpulver und damit haben wir das. Kleiner Fail hier an dieser Stelle, aber kein Thema. Wir können ja kurz zurückspulen und darum gehen wir einfach weiter hier hoch. Und ja, wie gesagt, Freunde, mit Doppelsprung ist das Ganze eigentlich ein bisschen einfacher. Deswegen könnt ihr das natürlich auch gerne später machen. Wir gehen jetzt nochmal dorthin, wo wir quasi noch einen Gegenstand haben, einen wichtigen Gegenstand, Questgegenstand, bevor wir jetzt wirklich zum Boss reingehen. Und den holen wir uns erst nochmal, damit wir den schon mal bei uns haben. Das ist nämlich für die Eldritch-Quest so ein Buch, das wir unbedingt brauchen. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück zu unserer Markierung. Und da zeige ich euch jetzt, wie man das Ganze holt. Also einmal hier weiter rüber, über den Balkon drüber und dann kommen wir hier auf die andere Seite raus. Und ja, hier ist ja dann der Bereich, in dem es eben dieses Buch gibt, auf der anderen Seite, wo wir aber noch nicht hinkommen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch später mit einem Doppelsprung holen, müsste eigentlich auch funktionieren und ist vielleicht sogar noch eine Nummer einfacher. Aber ihr könnt es jetzt schon schnappen, damit ihr die Quest vorantreiben könnt und eben dann auch Aldrichs Quest abschließen könnt im späteren Spielverlauf. Und zwar macht ihr das so, dass ihr hier hochspringt und euch dann verwandelt in diesen Werwolf-Typ und hier hoch, dann habt ihr ein bisschen mehr Reichweite. Ihr könnt damit dann hier rüberspringen, macht hier diese 3-4 Geister platt und dann könnt ihr euch hier eben dieses Buch einsammeln. Ziemlich cool, dass das funktioniert und dass ihr damit ein bisschen mehr Reichweite habt. Das wird nützlich auch noch im späteren Spielverlauf sein. Und schnappt euch hier den Foliant. Den brauchen wir nämlich dann für die Aldrich Quest und den nehmen wir natürlich jetzt einmal mit. Ja, ansonsten geht es jetzt zurück, nämlich einmal hier links lang. Holen uns hier den Aufzug und da haben wir noch eine Notiz, die hier unten irgendwo liegt. Die holen wir uns jetzt auch noch, damit wir natürlich alle Notizen haben und auch nichts vergessen. Also einmal hier unten lang und dann ja, gehen wir hier weiter runter. Einmal hier rechts aussteigen, in der Mitte quasi. Und dann gehen wir hier schnell mal durch. Hier sind wir an dem Bereich, gehen einmal hier entlang, komplett durch. Und dann kommen wir hier in den Außenbereich. Hier wird später übrigens die Aldrich Quest enden, nachdem ihr ihm das Buch gegeben habt. Dazu aber mehr in der nächsten Komplettlösung. Erstmal gehen wir hier hoch, hier rüber und ja, da oben kommen wir natürlich nicht hin. Das wissen wir mittlerweile schon. Deswegen einmal weiter hier. Und wir haben tatsächlich noch vergessen, eine Notiz einzusammeln, die wir jetzt eben noch holen wollen. Da habe ich das tatsächlich auch erst rausgefunden, als ich dann hier nochmal durchgelaufen bin. Deswegen will ich euch das natürlich nicht verheimlichen. Nicht, dass euch diese Notiz später fehlt. Also einmal hier durch, hier lang und dann hier rüber und hier eben durch das Ding durch. Und hier liegt noch eine, ja, versteckte Notiz. Die nehmen wir natürlich noch einmal mit, ganz wichtig. Und damit haben wir das auch erledigt. Man kann jetzt noch hier runtergehen und uns hier hinten dieses Demi-Schattenerz schnappen. Geht auch, fällt aber jetzt auf keinen Fall darunter. Und wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch holen, wenn ihr später den Doppelsprung habt, nachdem ihr den Boss platt gemacht habt. So. Also, jetzt sind wir wieder zurück in the Hood und wir wollen natürlich jetzt irgendwie auch mal langsam zum Boss gehen und das machen wir gleich auch. Gehen wir erstmal hier lang und machen hier die Gegner platt, gehen einmal hier durch und ja, im Endeffekt laufen wir hier einmal lang. Ich habe da nochmal geguckt, geht das wirklich nicht? Nein, hier geht wirklich nichts, hier geht es wirklich nur mit Doppelsprung weiter und im Endeffekt laufen wir hier dann einmal lang. Und gehen dann hier runter und dann wieder zurück zum Checkpoint, denn wir müssen ja dann später ja ganz rüber, um die Fackeltür quasi durchlaufen zu können und dann zum nächsten Boss zu gelangen.
Freunde, wir haben es gleich geschafft. Wir sind wirklich fast jetzt am Ende schon. Und danach wird es halt richtig cool, weil wir dann eben den Doppelsprung haben und dann eben ja alles aufräumen können. Wir können dann alles hier in dem Game machen. Gradet euch gerne erstmal nochmal ab, bevor ihr jetzt zum Boss geht. Verbraucht eure ganzen Punkte. Geht nochmal zur Frau in Tinte. Schaut, ob ihr da noch was abgeben könnt. Dürfte aber eigentlich alles abgegeben sein. Und ja, Freunde, dann geht's nämlich weiter. Nutzen hier den Checkpoint und gehen dann einmal zurück. Jetzt gehen wir nämlich erstmal in den Spiegelsaal, Freunde. Wundert euch nicht, denn wir haben ja das Spielzeug eingesammelt und das geben wir jetzt erstmal einmal ab. Ihr könnt natürlich jetzt auch schon zu Aldrich hingehen und ihm das Buch geben. Der ist ja im Herrenhaus drin, aber hier gehen wir erstmal hier zurück in die Stadt, nämlich einmal hier rechts lang, hier runter, dann hier rüber und dann hier runter. Ganz wichtig, hier gibt es einen Gegenstand für 10.000. Den müsst ihr euch so oder so kaufen. Wenn ihr den jetzt kaufen könnt, kauft euch das gerne schon. Wenn nicht, kommt hierher zurück und kauft euch den, wenn ihr 10.000 habt. Der wird im Endgame noch ziemlich nützlich sein, dieser Gegenstand. Und den müsst ihr euch hier unten einmal kaufen, auf jeden Fall. Ansonsten gehen wir hier einmal nach links und hier können wir jetzt eben das erste Spielzeug abgeben. Insgesamt gibt es 3 Stück und die anderen 2 finden wir eben in der nächsten Komplettlösung. Zeige ich euch natürlich wieder, wo ihr dahin müsst und wie ihr das Ganze macht. Gebt aber hier auf jeden Fall schon mal das eine Spielzeug ab und kauft euch eben gerne für 10.000 schon dieses Teil, falls ihr das hier ausgeben könnt, was auf jeden Fall auch später machbar ist. Das könnt ihr auch später machen, aber kauft dieses 10.000 € Teil, müsst ihr auf jeden Fall kaufen. Das heißt nämlich mit Toten sprechen und ja, das müssen wir später noch einsetzen, um eine Quest zu lösen. Also wieder zurück, wenn wir das alles erledigt haben und dann geht es hier wieder ja, zum Checkpoint, wo wir zuletzt aufgehört haben, da einmal hin. Und von hier aus können wir jetzt natürlich in den Saal gehen, wo quasi die Fackeln an sind und da einmal durch und zum Boss. Also einmal hier lang und hier rüber und dann hier hoch und dann hier links lang. Hier kommen wir nämlich in diese Ebene, wo wir zuerst mal die Bombe ziemlich schnell benutzen mussten, um hier oben das freizuschalten. Da erinnert ihr euch mit Sicherheit noch dran. Und da gehen wir jetzt einmal hin, denn hier ist ja auch dieser Saal mit den Fackeln und genau da müssen wir jetzt eben durch, damit wir gegen den Boss kämpfen können. Und da kommen auch gleich 2 Bossgegner nacheinander. Seid also auf der Hut. Aber im Endeffekt, wenn ihr so abgegradet seid wie ich, dann kann hier eigentlich nichts passieren. Die sind eigentlich dann sogar relativ einfach. Gehen jetzt hier durch, Checkpoint gehen an und hier treffen wir jetzt wieder ja auf eine alte Bekannte, nämlich die Lisa. Und gegen die Lisa kämpfen wir jetzt. Die will jetzt hier gegen uns ein bisschen Rabauk machen, aber da kommt sie natürlich nicht an. Mit uns hat sie nämlich nicht gerechnet. Und ja, ihr seht schon, wie viel Schaden die Tuse eigentlich abbekommt. Die kann schon auch gut Schaden austeilen, aber das ist eigentlich eher ein Witz dagegen, was sie macht und was wir machen. Wir machen 500 Schaden und sie macht 20. Da fängt es halt schon an, ein bisschen lächerlich zu werden. Und ja, die machen wir natürlich eben platt. Kampf an sich aber ziemlich cool, finde ich. Müssten sie vielleicht noch ein bisschen stärker machen hier den Charakter. Wie gesagt, ich habe nicht irgendwo gefarmt oder sonst was. Ich habe einfach nur normal durchgespielt. Und dafür war die jetzt schon ein bisschen schwach, fand ich. Naja, platt gemacht, dann hängt sie hier da so ein bisschen rum, man bewegt sich auch nicht mehr. Gehen weiter in den nächsten Raum und hier kämpfen wir dann gleich gegen den zweiten Boss, nämlich gegen den guten alten Manfred. Der Manni ist nämlich rausgekommen und den machen wir dann einmal platt. Manni, der Verfluchte heißt er. Und ja, der erinnert mich so ein bisschen an Elden Ring. Wie heißt dieses Vieh nochmal? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Malekith heißt er, glaube ich, aus Elden Ring. An den erinnert er mich ein bisschen. Der hat auch so lange weiße Haare, ist auch so ein Ungeheuer mäßig. Und ja, den machen wir platt. Der hält auf jeden Fall schon ein bisschen mehr aus und macht eben auch viel Blutschaden. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber im Endeffekt, ja, wenn ihr den Attacken von oben ausweicht, wenn er von oben auf euch drauf springt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann ist der Manni relativ schnell platt, ne? Der Manfred, der Verfluchte, ist ein bisschen lächerlich, der Name, finde ich persönlich. Aber ja, wenn das hier kommt, einfach ein bisschen von links nach rechts laufen und wie gesagt aufpassen, wenn er von oben runter springt. Das zieht tatsächlich mit am meisten. Aber dann sollte das eigentlich kein Problem sein und das Thema Manni sollte schnell erledigt sein.
Vielleicht soll das auch so eine kleine Anspielung oder Verarschung sein an Malekith oder an Elden Ring. Kann natürlich auch sein, aber will ich jetzt hier auch nicht spekulieren. Ich fand den Boss auf jeden Fall ziemlich cool, aber halt auch wieder ein bisschen zu schwach. Ja, und dann ist er erledigt, Freunde, und dann haben wir das hier fertig. Wir bekommen jetzt den Doppelsprung, Leute. Die Folge war lang, ihr habt es aber geschafft. Und wir machen dann natürlich beim nächsten Mal weiter, genau hier an dieser Stelle. Und dann wird es richtig cool, weil dann machen wir geheime Bossgegner, sammeln wirklich noch alles ein, was euch für die Trophäen fehlt. Und dann wird es wirklich ziemlich cool. Ihr könnt gerne auch schon mal anfangen, ein paar Sachen einzusammeln, wenn ihr Bock habt, mit dem Doppelsprung ein bisschen rumzulaufen. Aber im Endeffekt machen wir hier dann bei der nächsten Komplettlösung weiter. Und dann holen wir wirklich alles, was euch noch fehlt. Und ja, Freunde, also bis zum nächsten Mal. Würde mich riesig freuen, wenn ihr noch ein Däumchen pusht und dann auch wieder einschaltet. Und ich sage, macht's gut, adios und ciao, ciao.